Willkommen zurück zu Anno. Nachdem ich ja in der letzten Folge die Militärmission gespielt habe, habe ich jetzt jede Menge Grafen gesammelt. Yeah, und da kann ich jetzt endlich hier mal ein bisschen ausbauen. Ohne gleich wieder Grafenmangel zu haben. Weiß gar nicht, wo bin ich denn hier stehen geblieben? Stimmt, ich wollte hier die Verjüngungskuren vergrößern, erweitern. Das müsste das hier. Ne, das ist Futter. Die sind das. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, kann ich auch gleich mal ein bisschen ohne Strom. Ja, ich weiß gar nicht, woran es mir zu als erstes mangelt. Strom oder Logistik? Ist echt der Wahnsinn. So, Verjüngungskuren haben wir erhöht auf 28. Natürlich ist jetzt hier die Sündzellen und die Algen. Gut, die Algen noch im Plus. Aber die Sündzellen jetzt im Minus. Deswegen muss ich die jetzt weiter ausbauen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gezeigt, wenn man nicht weiß, wie das Gebäude aussieht, weil man ja noch vielleicht ziemlich neu ist, dann kann man einfach hier das Gebäude einmal schauen, wie es aussieht. Jetzt wissen wir, ah, dieses Gebäude ist das. Hatte ich doch hier unten irgendwo. Genau. Also können wir hier fleißig ausbauen. Ich drehe das mal. So. Voll ausgebaut, wunderbar. Es fehlt an Strom, deswegen setze ich hier nochmal ein paar von den Modulen. So, perfekt. Strom wieder im Plus. Schauen wir mal, jetzt geht natürlich hier die Algenproduktion runter. Muss ich einmal so ein bisschen die Küste abfahren. Wo hatte ich nochmal Algenproduktion, was ich ausbauen kann? Ich glaube, da geht noch ein Modul. So, noch minus 4. So, einmal Algen müsste ich noch platzieren. Da war nichts mehr. Strom, Strom. Ja, hier ist überhaupt nichts mehr. Also Bergbau ist jede Menge verfügbar, aber Strom überhaupt nicht. Also im Küstengebiet, wo ich was mit Strom platzieren kann, was Strom erzeugt. Oder in diesem Fall jetzt die Algen. Deswegen werde ich mich jetzt hier unten so ein bisschen durcharbeiten. So, da haben wir die Algenfarm. Muss ich natürlich auch mit einer Straße verbinden. Und jetzt meckert die Logistik, weil das so ein weiter Weg ist hier. Da muss ich einmal hier Logistik platzieren. So, jetzt schauen wir mal. Strommangel, alles klar. Algen plus 12, super. Brauche ich nicht weiter ausbauen. Sündzellen, okay. Hier die Sojabohnen, alles im guten Bereich. Mein Lager füllt sich, ihr seht das, 215 ist das Maximale im Moment mit diesem Level. Hier oben rechts mit der Stufe 19, was ich jetzt einsammeln kann oder auf Lager halten kann. Man kann jetzt natürlich, wenn ich hier was auf Max habe, könnte ich die Gebäude jetzt, die Produktionsstätten alle einfach ausstellen, um Credit zu sparen. Aber das ist dann so eine Klickerei und da musst du es nachher wieder anstellen, wenn das aufgebraucht ist. Deswegen einfach ein leichtes Plus. Es muss gar nicht so extrem sein wie hier mit 20, aber es ist auch manchmal gebäudebedingt, dass es ja nicht so die Tendenz nicht so hoch zu halten ist. Hier sehen wir 26 Luxuskost. Also manchmal kann man das gar nicht beeinflussen, da wächst das dann so schnell. Hauptsache alles im Plus. Lager füllt sich auch mit Wein. So, jetzt habe ich hier die Verjüngungskuren plus 28. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis. So, der Mond hatte ja Bedarf. Schauen wir mal die Routen. So, nochmal raus. Routenübersicht.
Was dann war da? Ich möchte das eigentlich anklicken, ohne reinzugehen. Ja, neue Transferroute. Ware auswählen. Hier die Sündzellen. Ach, Verjüngungskuren. Da sehen wir hier, habe ich hier plus 28. Und dann klicke ich das an und dann der Sektor, wo das hin soll, nämlich hier zum Mond. Ach, das kann ich noch gar nicht. Raumhafenausbaustufe zu niedrig. Ja, stimmt. Ich glaube, in irgendeiner alten Folge hatte ich das schon mal. Ich könnte es jetzt hier verkaufen für 27 Credits. Aber da ich sowieso gleich den Mond angehe und da richtig was bauen werde, werde ich das dann später hinzufügen. So, 1,8 Millionen, 2 Millionen geht plus. Ich habe so viel Kohle. 37.000 Credit-Bilanz reicht für den Mond. Ja, nicht unbedingt. Der Marktführer in der Schwerindustrie. Willkommen. Man kann, wenn man Geld übrig hat, man muss es ja nicht auf 2 Millionen dann lassen. Man kann ja schon mal hier also haben Sie die weiteren Sektoren kaufen. Das hatte ich hier schon getan. Einfach damit das Geld nicht steht, sondern schön, Sie zu sehen. Quasi arbeitet. Was beschäftigt Sie? Hier sehen wir 2,5 Millionen, also ist mit meinem jetzigen Level noch gar nicht möglich zu kaufen. Cassian Industries, der Marktführer in der Schwerindustrie. Das werde ich gleich kaufen können. Fehlt mir nicht mehr viel. Beschleunige mal kurz. Dauert einen kleinen Moment. Ich muss 1,9 Millionen haben. So, 1,9. Nur noch die 9 an vierter Stelle. Ach, Ihre Stufe, benötigte Stufe 22. Ich habe gar nicht darüber geguckt. Ich habe nur 19. Alles klar. Kann ich nicht kaufen. Ja, was gibt es? Aber das kann ich kaufen. Kaufen wir. So, jetzt ist das ganze Geld weg. Aber gar nicht schlimm. Hauptsache, den Sektor haben wir gekauft. So, 37.000 Credit Bilanz. Ja, sollte... Ich schau mal, wie weit ich hier war. Sollte für den Anfang reichen. Ich muss jetzt wirklich einmal schauen, wie weit ich auf dem Mond schon gebaut hatte. Ich glaube, ich hatte ja bis zu einem Punkt, wo dann die teuren Gebäude kommen mit 3000 Credit-Bilanzabzug. Also es ist schon heftig. So, den Mond, ja, der braucht auch immer länger beim Laden. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich hier aufnehme. Aber da sind wir drin, jawohl. So, das ist der Mond. Ich scroll mal ein bisschen raus. Da können wir auch wieder so ein paar Ressourcen einsammeln. Titanplatten. Mal sehen, hatte ich die Produktion? Nein, hatte ich noch nicht. Die Titanplattenproduktion. Hatte ich noch nicht angeworfen. Schön, Sie zu sehen. Ich habe ein Angebot von Cassian. Der Mond ist voller Meteoritenkrater. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxconn eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Okay. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Weiter. Hallo. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Meine Vorgesetzte... Alles klar, was habe ich hier für Mission? Finden Sie Meteorit. 6 Stück. Ja, das ist ja mal sehr einfach. Zwei. Drei. Hier sind noch ein paar Titanplatten.
Einfach mal alles abfahren hier. Da ist noch was. Hier ist bitte noch was. Halten Sie sich dabei an unserer Richtlinie. So, ein noch. Da. Ihre Leistung war genau so, wie sich Cassian das erhofft hatte. Meine Vorgesetzte hat einen Auftrag für Sie. Ich habe ihr versichert, dass Sie sehr diskret vorgehen werden. Okay. Sehr diskret. Sie haben alle nötig. Was hat er denn hier? Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Arbeitskraft in die Iwamoto-Krater. 300. Alles klar, 300 Arbeitskraft. Das ist reine Ausbeutung und das wissen Sie. Und die sind überhaupt nicht zufrieden, das wollen wir doch mal ändern. Kein Sauerstoff, ja gut, da wäre ich auch... da wäre ich auch sauer, wenn ich keinen Sauerstoff auf dem Mond hätte. Gut, schauen wir doch mal. Für Sauerstoff benötige ich Mondeis. Und Mondeis benötigt einen Bergbauplatz. Und um den bauen zu können, benötige ich wiederum Titanplatten. So, Titanplatten braucht Titan. Titan muss ich erstmal abbauen. Also wieder so eine ewig lange Kette. So. Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Kostet 2000 Bilanz, da unten steht's. Alter Verwalter. Das ist sehr viel. So, das kommt. Sehen wir, plus 10. Die können wir jetzt verarbeiten, hier mit dieser Fabrik. Die werde ich hier platzieren. So. 7 Titanplatten. Das Lager füllt sich. Oben sehen wir es auch. Wunderbar. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt könnten wir schon hier den Kernbohrer platzieren. So, dann baue ich auch noch ein Schild. Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. So, Gebäude ist geschützt, oder nicht? Nein. Ach so, erstmal an die Straße anschließen. Na, passt nicht ganz, okay. Muss ich einmal verschieben. Immer noch nicht. So. Ach, ich muss ihn auch bestimmt erstmal an die Straße anschließen, aber so ist ja okay. So, wunderbar. Ja, ist manchmal ein bisschen tricky. So, da mangelt es an Arbeitskräften, okay. Das ist reine Na gut, Ausbeutung. Die werden ja kommen, wenn das Sauerstoff da ist. Deswegen produziere ich das jetzt einfach mal mit diesem Gebäude hier. Kleiner Schritt für mich. Den Rest können Sie. So, Sauerstoff plus minus 0. Alles klar. Boah, ich habe hier Mondeis 18 Überproduktion. Das ist ja mal viel. Wie viel kostet mich das Gebäude? 300 in der Bilanz. Ist auch okay. So, man kann das ja immer von links nach rechts durchgehen. Das haben wir jetzt gebaut. Als nächstes kommt jetzt hier Creep-Sammler, seltene Erden. Und daraus mache ich dann hier diese bionischen Erweiterungen, die wiederum woanders gebraucht werden. Aber ich kann ja noch nicht handeln zwischen den Welten, sage ich mal. Achtung! Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen. Vielleicht jetzt gleich? Hallo, können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Luna Excavation Corp., sofern Sie diese immer noch anerkennen. Ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die Sie früher geschworen haben. Aber
Aber Vorsicht! Die Wölfe sind schon an der Tür. Die Wölfe sind schon an der Tür. Vertraulich halten, aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden. Also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Oha. So, mal sehen, kann ich den jetzt... Raumhafen. Ah, so weiterentwickeln. Magnetit fehlt mir. 10 Magnetit. Kommt das noch? Ah, wo kriege ich jetzt Magnetit her? Kein Wort über diesen Ort, klar. Hier leider nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Meine Vorgesetzte. Gut, da kann ich nichts machen. Ich würde sagen, ich werde mal in der nächsten Folge, werde ich hier die 300 Arbeitskräfte schaffen. Seien Sie siegreich im Krisensektor. Okay. Ah, das gibt 10 Magnetit. Im Krisensektor, wie heißt er? Verteidigungslinie Tonra. Was ist das hier? Ein Kratzer. Nur ein Kratzer. Nein. Wir setzen normal. Das hier ist es. Keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Mission Verteidigungslinie Tonra. Stimmt doch, ne? Ja, das gibt die 10 Magnetit, womit ich dann meinen Raumhafen ausbauen kann und dann kann ich endlich was auf den Mond schicken. Aber das gibt es in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Freut euch auf die nächste Folge, denn da wird wieder gekämpft. Macht's gut, euer Skippy.